Wir machen wiederholende Übungen, damit wir wieder klarkommen, denn es geht ja dann an die quadratischen Gleichungen ran und das ist eigentlich eine, die besteht aus zwei Linearprodukten. Na denn, Lösungsstrategien sind gefragt. Hier steht die Aufgabe, ich mache Pause, ihr löst es und dann sehen wir uns wieder. Sind wir wieder? Nach Tippeltappeltour, ich trenne das auf und sage, eins von den beiden Faktoren, ich habe es hier, wenn ich sage 0 mal oder 0 mal, einer von beiden muss 0 ergeben, einer von den beiden Klammern Faktoren muss 0 ergeben, da muss ich also einzeln mir diese Klammer Ausdrücke betrachten und die 0 setzen. Und dann habe ich zwei Lösungen. Die eine heißt minus 3 halbe und die andere heißt 8 Siebtel. Das kann man per Probe wieder hinkriegen. Also Probe wäre zum Beispiel einsetzen. Und jetzt sieht man auch gleich, dass das für eine von beiden funktionieren muss, denn die Probe sieht so aus. Ich sage, okay, 2 mal, jetzt fange ich mit der ersten an. 2 mal minus 3 halbe in Klammern und das plus 3 mal und jetzt 7 mal. Und jetzt wieder minus 3 halbe. Ich muss nämlich die erste Lösung wählen. Minus 8 und das soll 0 ergeben. Das ist die große Frage. Wenn ich das hier einzeln ausmietzle, dann brauche ich mich um das zweite Ding wahrscheinlich gar nicht zu kümmern. Gucken wir mal an. Diese 2 und diese 2 kann ich kürzen. 1 mal minus 3 ist minus 3, der erste Klammerausdruck, plus 3. Aha, der ergibt nämlich 0. Mal, und jetzt kann ich hier hinten ausrechnen, was ich will. Hier steht nämlich minus 21 halbe minus 8 dahinter und das muss ich nicht mal ausrechnen. Das ist 0. Und das gleiche mache ich dann praktisch nochmal mit der zweiten, wenn ich das überprüfen möchte mit der Probe. Dann setze ich hier vorne auch 8 Siebtel ein und hier hinten auch 8 Siebtel und werde merken, wenn ich richtig gerechnet habe, ergibt der zweite 0 und der andere irgendwas anderes. Aber es ist ja vollkommen egal. Ich kann ja sagen, 0 mal tralala ist trotzdem 0. Also egal, was da drin steht. Na, tralala ist dieser Ausdruck hier. Das will ich gar nicht rechnen, ist mir vollkommen egal. Also 0 mal, egal was hier rauskommt, ist 0. Erste Probe, zweite Probe mit einem anderen Wert. Noch klar oder gibt es Fragen dazu? Warum sind das Linearfaktoren? Guckt mal, 2x plus 3. Wir gucken mal an, warum das Linearfaktoren sind. Wir kommen ja dann zu nicht linearen, sondern zu quadratischen Faktoren. Aber hier sind es Linearfaktoren. Wie sieht denn 2x plus 3 aus? Hier, 2x plus 3. Hier ist plus 3 und 2x ist ziemlich steil. So könnte 2x plus 3 aussehen. Eine Linie. Daher kommt das Wort Linearfaktoren. Das bloß mal am Rande. So, wenn wir jetzt solche Sachen gelöst haben, dann kommen wir eigentlich ganz schnell wieder dazu. Was machen wir jetzt in einem anderen Fall? Das hatten wir auch. Nehmen wir mal die Aufgabe x mal 3x minus 5 ist gleich 0. Was machen wir jetzt? Ich glaube, ihr wisst es. Eine Lösung sehe ich nämlich schon. Die erste Lösung haben wir, die ist, genau, das ist die. Die kann man sofort ablesen, denn ne, eins von den beiden muss stimmen. Die erste Lösung x01 ist 0 und die zweite Lösung machen wir wieder nach Tippeltappeltour. Macht's mal schnell. So, kurz zur Auflösung. Wir haben das ausgerechnet. Der erste Faktor ist leicht abzusehen, sieht man. Der muss 0 sein, also die erste Lösung ist fertig, zweite Lösung auch. Und auch wenn ich jetzt hier den ersten mal einsetze, habe ich 0 mal und in der Klammer kann rauskommen, minus 5 ist mir egal. 0 mal, egal was, ist 0. Das gleiche kann ich jetzt nochmal mit dem anderen machen, dann steht hier eben 5 Drittel mal. 5 Drittel mal und jetzt steht hier 3 mal 5 Drittel minus 5 in der Klammer. Soll 0 sein, große Frage. Die 5 Drittel bleiben. Aber wenn ich hier kürze, bleibt hier 5 minus 5. Also in der Klammer steht praktisch eine 0. Und das ist wirklich 0 und damit hätte man auch die zweite Lösung errechnet. Nochmal, das ist hier alles relativ leicht zu machen, weil das ja ganz einfache Geschichten in der Klammer sind. Wenn die schwieriger werden, muss ich mich wirklich mit Tippeltappeltour durchkämpfen. Hier könnten wirklich schwierigere Geräte in der Klammer drinstehen, also schwierigere Terme. Können wir gleich nochmal machen, wenn ihr das wollt. Ich mache nochmal Pause zum Diskutieren. So, wir haben hier eine andere Aufgabe nochmal. X mal in Klammern 3x minus 5 soll 0 sein. Fallunterscheidung. X mal. Da wissen wir, das erste x muss 0 sein. Das wissen wir aus der Erfahrung. Aber ich werde es dann nochmal begründen. x01 ist schon mal 0. Und der zweite Term, wenn der 0 ergibt, dann kann hier vorne drin stehen, was will, dann ergibt das insgesamt auch 0. Also schnappe ich mir den zweiten Term, 3x minus 5, und setze den 0. Nach Tippeltappeltour kriege ich x02 ist 5 Drittel. Ich habe zwei Lösungen.
Probe für erstens und Probe für zweitens, für den zweiten Fall. Probe für erstens heißt, meine 0 setze ich hier ein und hier ein, also hier und hier. 0 mal, in Klammern 3, mal 0, minus 5, soll 0 sein. 0 mal, und jetzt kommt in der Klammer bloß noch minus 5 raus, weil das hier vorne 0 ergibt. Ist 0, ist richtig, okay, funktioniert. Jetzt setze ich die zweite Lösung ein. Zweite Lösung heißt also, ich muss 5 Drittel überall einsetzen. Hier fürs x 5 Drittel, für dieses x 5 Drittel. Durch Kürzen 3 mal 5 Drittel ist 5. 5 minus 5 ist 0, also in der Klammer steht 0. Jetzt kann hier vorne 5 Drittel stehen. Es ergibt 0, jawohl, zweite Lösung richtig. Was ist aber passiert? Moment, da gibt es eine Zwischenfrage. So, weiter. Warum lässt sich das ausrechnen? Wir nehmen uns mal folgendes ganz einfaches Beispiel an. Und zwar, wenn da steht, x mal 100.000 soll 0 sein und ich möchte wirklich x alleine stehen lassen, dann muss ich konsequenterweise durch 100.000 teilen. Dann bleibt hier x alleine und hier 0 durch 100.000 bleibt 0. Das wäre praktisch die einfache Begründung dafür. Wenn ich das mit dem komplizierteren Term mache, x mal 3x minus 5 soll 0 sein und ich teile durch den ganzen Klammerausdruck, dann steht x ist gleich 0 durch den Klammerausdruck. 0 durch irgendwas hier unten bleibt 0. Also habe ich diese Lösung auch auf diese Art bewiesen. Es gibt hier noch eine Kleinigkeit, aber da verzichte ich jetzt mal drauf. Noch Fragen? Jetzt zu einer ganz einfach erscheinenden Aufgabe, die klingt so blöd. Jetzt sage ich mal, ich nehme zwei Faktoren, die sind beide gleich. X mal x ist gleich 0. Was muss ich jetzt konsequenterweise machen? Okay? Also ich habe hier nur zwei gleiche Lösungen. Nee, 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 nee. Beliebige Zahl geht hier nicht. Wenn ich jetzt hier x01 als Lösung einsetze, als Probe, dann muss ich es konsequenterweise auf beiden Seiten machen. x01, ich mache mal die Probe für die erste, dann habe ich x, stattdessen schreibe ich 0. Weil ich aber für x den gleichen Wert einsetze, muss ich 0 mal 0 gleich 0 hinschreiben. Ist in Ordnung, ist nichts Falsches, das funktioniert. x02 ist aber auch 0. Und man schreibt hier zusammenfassend x012. Sodass man nicht zwei Lösungen so hinschreiben muss, wenn sie beide gleich sind. Egal, ob da eine 0 oder ein minus 1 oder sonst was steht, geht auch so. Also in diesem Fall beide Lösungen in einen geschrieben, so kann man das schreiben. Eine andere Aufgabe in dieser Art. Was passiert in folgendem Fall, wenn ich, das ist so ähnlich jetzt, wenn ich sage, x mal x ist gleich 25, dann ahnt jeder, dann ist x012. Nee, nee. Jetzt muss ich wieder unterscheiden. Einmal plus 5 und x02 ist minus 5. Wenn wir uns über diese Sachen soweit klar geworden sind, dann können wir nebenbei noch was ganz anderes machen. Ich muss jetzt die Probe wahrscheinlich nicht machen. So, jetzt nochmal was auch für die Notation, sagt man, wie man das hinschreibt. Wenn ich da eine Gleichung x mal x ist gleich 6, wenn das da steht, dann muss ich die Wurzel ziehen, weiß ich. Die Wurzel liefert mir aber x01 gleich. Und jetzt wird es blöd, hier eine Kommazahl hinzuschreiben. Die Wurzel aus 6 ist so nicht ermittelbar. Dann schreiben wir ab jetzt das so und x02 als Minus Wurzel aus 6. Das ist nicht Wurzel aus minus 6, sondern das negative Ergebnis von dem, was ist, wenn ich die Wurzel ziehe. Wenn ich radiziere, hat hier jemand so schön gesagt. Hier gibt es eine Frage. Also hier in diesem zweiten Fall mit der Wurzel aus 25 könnte ich die Lösungsmenge angeben. So, oder ich schreibe x012 und dann plus minus 5. So kann man es auch noch machen. So geht es aussagekräftiger, leichter. Sieht man zwei Lösungen. Wenn ich hier die 1,2 vergesse oder so, dann bin ich schon ein bisschen angeschmiert. Wir machen nochmal eine Aufgabe zur quadratischen Ergänzung. Und zwar die allereinfachste, die wir kennen. Und zwar x Quadrat plus 2x ist gleich 0, steht da. Ich lasse hier mal ganz bewusst Platz. Ergänzt mal schnell quadratisch. Das war jetzt ganz leicht, ne? Plus 1, minus 1. Warum minus 1? Damit wir den Betrug, denn das Blaue stand nicht da. Aber wenn ich das Blaue zusammenfasse, ergibt es wieder 0. Das ist eigentlich trotzdem nicht da. Dafür brauchen wir das. Hier gibt es eine Frage. Und genau, entweder ich sage jetzt, ich ziehe mir mal diese 1 hier. Ich ziehe die mir mal nach rechts. Also das würde ich machen mit Regiestrich plus 1. Dann würde diese verschwinden. Oder ich schreibe das, weil ich das schon kann. X Quadrat plus 2x stand da ist gleich 0.
Und ich ergänze auf beiden Seiten quadratisch. Das ist nämlich der Ausgangspunkt gewesen, weshalb wir hier nochmal so eine Kleinigkeit machen. Das ist dasselbe. Von hier komme ich auch nach hier. Oder ich ergänze gleich quadratisch wie ein Profi und schreibe das auf beiden Seiten hin. Wenn wir das jetzt hier auf der linken Seite zusammenfassen, ergibt sich was? Wir wollen diese Form. Hier ist es klar. Das jetzt zu lösen, da wollen wir jetzt gar nicht ran. Wir machen mal noch eine ähnliche Übung, so wie die hier. Und zwar, jetzt steht mal schon was statt des Leerraums da. Ne, das machen wir in der nächsten. Ein Viertel x Quadrat plus 3x ist gleich 0 steht da. Achtung, obwohl es blöd dasteht, bitte quadratisch ergänzen. Das übt unwahrscheinlich. Sag's mal kurz, wenn man sich nicht ganz sicher ist, macht man das so, dass man ruhig eine Zeile mehr schreibt. Man teilt sein 3x, hier ist das alte 3x, durch 2, muss ich sowieso teilen, von 2ab und durch a. Und das heißt nochmal, wenn ich durch 1/2 teile, muss ich mal 2 nehmen. Hier ist die alte 2 durch 2 und durch x teilen. Und wenn ich das jetzt rauskürze, bleibt übrig 3. Ne? Deswegen sieht das so aus, also 1/2x plus 3 in Klammern zum Quadrat ist gleich 0. So, aber jetzt geht es ja darum. Jetzt müssen wir, was machen wir jetzt profihafterweise? Wenn ich das jetzt hier, das war eine Zwischenüberlegung, damit ich ruhig mal mit einer Zeile mehr rauskriege, was man da letzten Endes sauber hinschreiben kann. Achtung, nicht vergessen, quadratisch zu ergänzen. Und das kann ich entweder machen mit plus 9, minus 9. Aber das minus 9, das kann ich mir auch schenken. Dann schreibe ich auf beiden Seiten plus 9 dazu. 0 plus 9. Und bin jetzt hier ein Stück weitergekommen. Achtung, Achtung, Achtung. Diese 9 hier ist nicht richtig, denn ich habe den gesamten Ausdruck eingeklammert. Also ist sie hier weg. Hier plus 9 plus 9. Hier ist sie eingeklammert als Gesamtausdruck und hier steht sie noch da. Und jetzt ahnt man schon, mit Wurzel kommt man weiter, ne? Mal ein kleiner Ausblick. Das ist die eine Sache. Also das Mittel der quadratischen Ergänzung wird uns später beim gleichen Lösen helfen. Wenn ich hier wurzle, komme ich relativ schnell weiter. Aber jetzt möchte ich mal trotzdem das. Moment. Wir gucken uns jetzt nochmal diesen Term an hier. Diesen x² plus 2x ist gleich 0. Das gucken wir uns nochmal an. Jetzt ohne quadratische Ergänzung, wie man da rangehen würde. Und das ist dann eine Sache, die müssen wir auch üben. Und zwar x² plus 2x ist 0, schreibe ich mal hin. Plus 2x ist gleich 0. Und jetzt gab das eine Idee, wie komme ich denn hier ran, dass ich hier auch ganz schnell zwei Lösungen hinkriege, ohne den Umweg über die quadratische Ergänzung. Die wird uns an anderen Ecken helfen. Wie kann man das machen? Das Mittel des Ausklammerns, das wird uns auch später bei den quadratischen Gleichungen helfen. x² plus 2x ist gleich 0. Ausgeklammert heißt x mal in Klammern x plus 2 ist gleich 0. So, jetzt habe ich hier wieder x01 und x02 kann ich ermitteln, indem ich sage, tralala. Okay, deswegen brauchen wir auch das Mittel des Ausklammerns. Das ist praktisch Trickserei, damit man schneller zu einer Lösung kommt. Das wäre hier 0 und x02 ist minus 2, sieht man dann, ne? Die zwei Lösungen lassen sich dann ganz schnell ermitteln. Wie gesagt, quadratische Ergänzung brauchen wir. Ausklammern brauchen wir, übliche Geschichten brauchen wir. Und das ist dann die Vorarbeit, damit wir dann weitermachen können. Wir machen eine Ausklammerübung und zwar aus dem Term 14ab plus 28ba plus 49a. Ausklammern so weit wie möglich und den Term dadurch faktorisieren. Wir machen Faktoren daraus dadurch. Ihr werdet es gleich sehen. Klammert aus, was geht. Also, wir haben hier zwei Faktoren gebildet. Der eine Faktor ist der hier und der andere Faktor ist der hier. Jetzt kann man so ähnlich wie hier, ein Faktor ist der hier. Wir haben nämlich das gemeinsame x hier rausgezogen und der andere Faktor ist der hier. Jetzt kann man dann wieder was mitmachen. Jetzt habe ich zwei Faktoren. Was wir damit machen, ist dann später eine andere Sache. Wir machen mal noch eine einfache Ausklammerübung. Ich zeige nochmal das Prinzip. Wenn zum Beispiel da steht, 15 plus 25. Dann könnte ich mir das auch so vorstellen, das ist 3 mal 5 und das ist 5 mal 5. 15 plus 25 ist 40, weiß ich auch. Mal sehen, ob das auch anders geht, wenn ich sage, ich klammere hier eine gemeinsame Zahl aus. Es geht auch ein gemeinsamer Buchstabe. Hier
hier eine gemeinsame Zahl, die heißt 5. Dann kann ich also sagen, 5 mal in Klammern, und jetzt schreibe ich das, was übrig bleibt, hin. 3 und hier die andere 5. Und jetzt mal sehen, ob das auch so kommt. 5 mal 3 plus 5 ist 8, das hier. Und 5 mal 8, jawohl, ist 40, das geht auch. Das war jetzt mal ganz kurz der Beweis, dass es funktioniert. Andere Ausklammerübung würde bedeuten, wir schreiben mal folgende Terme auf. 4x² plus 8x, ja, ist gleich. Und jetzt bitte ausklammern, was möglich ist. Nun, wenn ich das aufdriesele und sage, ich kann hier das Maximum ausklammern, das heißt 4x, ich guck mal, hier steht eigentlich nicht 8, sondern hier steht eigentlich 4 mal 2. Ne? 4 mal 2 mal x, die 8 ist 4 mal 2. Jetzt unterstreiche ich mal, was auszuklammern ist. Eine 4 ist auszuklammern, das ist das Größte, was geht aus beiden. Und x ist auszuklammern, das ist auch in beiden drin. Und ich klammer dieses also aus, 4x, dann gucke ich, was jetzt noch übrig bleibt in der Klammer, nämlich das olle x hier. Und hier bleibt noch übrig, die 4 ist weg, das x ist weg, die 2 ist übrig. Und das Plus natürlich auch. Die Kontrolle kann man immer machen, dass man sagt, habe ich jetzt richtig ausgeklammert? 4x mal x ist 4x². 4x mal 2 ist 8x. Jawohl, habe ich. So kann man es ganz schnell machen. So, an der Stelle sei das Video abgeschlossen und wir verabschieden uns.